Hi Leute, hast du die Eier dazu, dir Folgendes einzugestehen, was ich dir gleich sagen werde? Das Video heute geht an Leute, die wirklich mal bereit sind, sich mal ihren Gesundheitszustand anzuschauen. Was die Realität ist von dem allgemeinen Gesundheitszustand der Menschheit. Und ich möchte zwar Klartext reden, aber gleichzeitig möchte ich nicht zu viele Leute vergrauen. Hör es dir einfach mal an. Lass es einfach auf dich wirken. Mach dir deine eigene Meinung. Oder schalt jetzt vorher ab, wenn du dich nicht mit deiner Gesundheit beschäftigen willst. Wenn du nicht gesund werden willst und wenn du nicht bereit bist, dafür Veränderungen vorzunehmen, dann schalt jetzt am besten ab, okay? Weil es gibt viele Menschen, die wollen nur ein bisschen drüber reden, wollen nur bequeme Lösungen, aber sind nicht bereit, dazu wirklich was zu verändern. Sokrates, glaube ich mal gesagt, fragt den Kranken erst, ob er bereit dazu ist, das aufzugeben, was ihn krank gemacht hat. Also wenn du nicht bereit dazu bist, gewisse Gewohnheiten aufzugeben, die dich krank gemacht haben, dann schalt jetzt ab bei dem Video. Das wird dir nicht gefallen. Genau. Ja, aber für diejenigen, die dranbleiben wollen, jetzt der Punkt. Gesundheit. Schau dir den Gesundheitszustand auf diesem Planeten, auf dieser Erde an. In den USA, ich möchte jetzt nicht lügen, wenn die Zahlen falsch sind, also nagelt mich darauf nicht fest. Wenn ich es richtig im Kopf habe, 70% in den USA der Menschen nehmen regelmäßig Medikamente, seien es Psychopharmaka oder irgendwelche Sachen. Haben Depressionen, andere Sachen, haben Diabetes bei Kindern. So, 70%, wenn die Zahl stimmt, egal, wenn es nur 50% sind, läuft schon irgendwas signifikant falsch. Ich sehe ja, dass jeder Normalbürger in meinem Alter schon Medikamente regelmäßig nimmt. Und da meine ich jetzt sogar verschreibungspflichtige Medikamente meistens. Hat irgendwas mit der Schilddrüse, hat Diabetes oder irgendwelche Sachen. Früher hieß es Altersdiabetes. So, wir machen was grundlegend falsch. Demnach, wenn wir unsere Medikamente weglassen würden, heißt es, dass 70% der Bevölkerung durchdrehen würden und im Chaos enden würden, Suizid begehen würden oder sonstige Sachen. Und das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also man muss das mal wirklich ein bisschen auf sich wirken lassen. Weil manche haben das, glaube ich, noch nicht so richtig kapiert, was das heißt. Das heißt wirklich, unsere gesamte Bevölkerung ist komplett krank. Wenn du nur funktionierst mit Medikamenten. Es ist ja normal, Alkohol zu trinken. Es ist normal, ein Mittel zu nehmen, damit die Chemie, die Hormone, alles im Körper wieder auf eine Stimmung gebracht werden. Kaum einem ist es mehr möglich, sich einfach hinzusetzen und zu lachen, ohne vorher ein Glas Wein getrunken zu haben. Da läuft anscheinend was fundamental falsch. Und wenn auch schon Kinder fettleibig sind, Diabetes bekommen, egal was, einfach durchgehend krank sind. Und es wird auch immer weiter wieder ignoriert. Viele handeln dann nur aus der Angst heraus. Oh, jetzt geht's mir total schlecht und sind am Leiden. Und dann handeln sie so lange, bis es wieder einigermaßen in Ordnung ist. Deine Zellen in deinem Körper
sind darauf programmiert, sich immer zu reinigen. So, du stopfst ständig Müll in dich hinein, Alkohol, Medikamente. Und viele Menschen glauben, ja, der Körper, das ist ein Wunderwerk. Es ist auch ein Wunderwerk, was der Körper alles wegsteckt. Aber alles kann er dann doch nicht wegstecken. Und er steckt das alles in den Schrank, diesen ganzen Mist, und komprimiert es und stopft es rein. Und immer weiter, weil wir ständig irgendwelche Medikamente nachnehmen. Und dann kommen irgendwelche Krankheitsschübe, wo einfach nur der Körper probiert, den Zellmüll loszuwerden. Der Körper probiert immer über Schleim, über Flüssigkeit, über einen Husten, über eine Erkältung, über eine sogenannte Krankheit, einfach nur Zellmüll loszuwerden. Manchmal sammelt das irgendwo tumorartig an und lagert es erstmal ein, weil er nie die Energie hat, was rauszuhauen. Und das sind ganz einfache Prozesse, die jeder feststellen kann, die jeder nachvollziehen kann. Die meisten Leute sind nicht bereit dazu, sich das einzugestehen, dass sie nicht gesund sind. Und es ist ein langer Prozess, wieder gesund zu werden, richtig gesund zu werden. Ich bin immer noch dabei und es kommt immer noch so viel raus. Es dauert einfach. Man kann nicht erwarten, dass man Jahrzehnte, Jahrhunderte, Zeitgenerationen irgendwelchen Müll in seinen Körper stopft, auch noch Kinder zeugt mit so einem Alkoholikerkörper, Medikamentenkörper oder irgendwas. Oder einfach einen Körper, der angereichert ist mit irgendwelchen artfremden Stoffen, die der Körper nicht verarbeiten kann. Und man kann nicht erwarten, dass das innerhalb von einer Woche Fasten oder einer Woche mal Rohkostessen weggeht. Das ist ein schrittweiser, langsamer Prozess, dass dieser ganze Müll, der über Jahrzehnte da eingelagert wurde, wieder rauskommen kann, bis der Körper sich wieder harmonisieren kann, wieder ins Gleichgewicht kommen kann. Das ist ein Prozess. Der geht nicht so schnell. Ja, und das muss man sich eingestehen können. Dazu muss man die Eier dazu haben, sich das einzugestehen. Und man kann das ganz leicht nachvollziehen. Schaut euch die Videos an, die Playlist Rohkostreinigungsweg, die ich auf meinem Kanal habe. Oder geht in den Videokurs rein, Rohkostreinigungsweg. Dort erkläre ich das alles noch genauer, ganz ausführlich. Und es ist simpel. Gesundheit ist ganz einfach, wenn man von seinen Gewohnheiten liebgewonnenen loslässt, wie zum Beispiel irgendwelche toten Sachen in seinen Körper reinzustopfen, wo unser Körper, wo unser System überhaupt nicht für geschaffen ist. Es kann vielleicht ein Löwe, aber unser Organismus ist nicht dazu geschaffen. Wir sind kein Fleischfresser. Wir können sowas nicht verarbeiten. Wir können auch keine gekochten Sachen richtig verarbeiten. Jedes Tier der Welt ist roh. Es gibt kein Lebewesen auf der Welt, das gekochte Lebensmittel zu sich nimmt. So, und Rohkost ist da der erste Schritt zur Gesundheit. Und das ist wirklich erst der erste Schritt. Dann muss man auch noch bei der Rohkost weitermachen. Und das schreckt dann viele ab. Aber es ist, wenn man den Prozess langsam macht, kann man das ganz angenehm gestalten. Es sollte einem nur bewusst sein, dass es mal dahin geht. Man kann ja noch da langsam hingehen. Aber muss mal die Theorie verstehen, um das in der Praxis nachvollziehen zu können. Und dann kann jeder feststellen, wie das mit der Entgiftung abläuft. Dann kann man auch sehen, dass ach so gesunde Menschen wie irgendwelche Sportler oder Leute, wo die Vitaminwerte ein Leben lang stimmen, alles super, gehen immer zum Arzt, machen immer ein Check-up,
So, und dann trotzdem mit 40, 50 einen Herzinfarkt oder irgendwas und sterben urplötzlich aus dem Nichts. Das passiert nicht urplötzlich aus dem Nichts und es kann jeder nachvollziehen an seinem eigenen Körper. Wenn du den Körper reinigst und schaust, wie die Lebensmittel auf dich reagieren, was da alles passiert von der Entgiftung her, dann kannst du damit spielen, dann kannst du sehen, wie dieser Entgiftungsprozess läuft. Dann kannst du vor- und zurückgehen und auch merken, wie der Körper dann in Phasen, wo du mit der Ernährung weitergehst, dich gesünder ernährst, mehr ausscheidest. Das heißt, du kannst auch von gesunder Ernährung krank werden, weil der Körper dann Ausscheidungsprozesse in Gang setzt. Das heißt, du kannst picklige Haut bekommen oder sonstige Entgiftungssymptome, Schleimausscheidung aus der Lunge, über den Hals, egal was, wenn du dich gesünder ernährst. Um es ganz klar und deutlich zu sagen. Und damit kann man jetzt, wie gesagt, rumspielen. Du kannst es an deinem eigenen Körper nachvollziehen, kannst die Entgiftung steuern und regeln mit dem, was du isst. Und dann merkst du, dann siehst du, wenn du bereit bist, dir das anzuschauen, dann siehst du, dass es tausende von Beispielen gibt. Auch genug Studien. Es gibt zig Studien, die beweisen, dass du dich von jeglichen Krankheiten heilen kannst. Von allen chronischen Krankheiten. Alle selbsterzeugten Krankheiten in deinem Organismus, die schleichend über Jahre kommen. Und für manche Menschen ist es dann ein Wunder, aus solchen Krankheiten rauszukommen und sagen, das kann nicht sein, das passt einfach nicht in ihren Horizont. Und weil sie selbst nicht bereit dazu sind, ihre Gewohnheiten zu ändern, schaffen sie es nie, das nachzuvollziehen, die Erfahrung zu machen. Aber man muss mal eine Zeit lang konsequent sein zumindest, um diese Erfahrung nachzuvollziehen. Und dann macht jeder diese Erfahrung. Ich kenne keinen, der diesen Weg geht und seinen Körper reinigt und da wirklich nach Wahrheit sucht, vor allem in der Praxis und nicht in der Theorie. Du gehst immer wieder in die Praxis und prüfst. Und wenn es nicht übereinstimmt, gehst du woanders. Aber du kannst sehr wohl sehen, ganz klar sehen, tausende von Beispielen, die Krebs hatten und plötzlich wieder gesund werden und noch jahrelang weiterleben und gesund und munter alt werden. Gibt es zig Beispiele. Unter anderem eine Amerikanerin, die mit 63 Brustkrebs hatte, das wollten sie eigentlich auch mal verfilmen, ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist, hatte mit 63 Brustkrebs. Er hat dann gesagt, was weiß ich, ein paar Monate, ein Jahr, hat nicht mehr lange. Und sie hat angefangen, Sport zu machen, Rohkost zu essen, den Körper zu reinigen. Und ein Jahr später hat sie mit ihrem Mann einen Rekord auf, ich weiß gar nicht, ob es Rekord war. Sie hat auf jeden Fall 365 Tage, jeden Tag, ein Jahr lang, einen Marathon gelaufen. Jeden Tag 42 Kilometer. 42,6 Kilometer. Jeden Tag. Ein Jahr, nachdem die Ärzte oder sonst wer ihr gesagt haben, dass sie stirbt, läuft sie jeden Tag einen Marathon. Einfach nur, weil sie ihre Gewohnheiten geändert hat. Ist ganz simpel und banal. Aber wenn du nicht dazu bereit bist, wenn du ein Mittel gegen irgendwas willst, ein bequemes, und nichts verändern willst, wenn du weiterhin dir irgendwie eine Schweinshaxe reinhauen willst, wenn du weiterhin Alkohol trinken willst und dann eine Pille dagegen haben willst, es funktioniert nicht. Man macht sich was vor. Es funktioniert nicht.
Es ist immer nur Verdrängung. Das ist, oh, ich schaue nicht hin und es ist nicht da. Und Ignoranz ist kurz mal ein Segen. Klar, du machst den Schrank zu und vergisst, dass da was ist. Es ist trotzdem da. Du kannst dir auch vorstellen, es ist nicht da. Es ist da. Und es ändert nichts an der Realität. Viele Menschen heutzutage sind einfach Verdrängungskünstler. Das ist wirklich eine Kunst. Und Ignoranz ist da kein Segen. Es ist trotzdem da. Und es kommt zurück, früher oder später. Es ist das, was man sich geschaffen hat. Es hat auch nichts mit Bestrafung zu tun oder sonstigem. Es ist einfach, wie es läuft. Es hat nichts mit Bestrafung zu tun, wenn du irgendwo von einem Wolkenkratzer springst und dann irgendwann auf den Boden klatscht. Das ist halt die Schwerkraft. Und die gibt's hier. Hier in der physischen Welt, hier ist Schwerkraft. Und wenn du irgendwo runterspringst, dann fliegst du auf den Boden und bist tot. Vermutlich, je nachdem wie hoch es war. Und man kann jetzt von einem Wolkenkratzer springen und schön nach oben in die Luft schauen und sagen, hey, ist doch alles gut. Passiert nichts. Man macht sich dabei was vor. Irgendwann klatscht man auf den Boden auf. Das ist die Realität. Und die holt einen dann ganz bös wieder ein. Ja, das mag nicht jedem gefallen. Ja, ich hoffe, du hast dir das Video nur angeschaut, wenn du bereit dazu warst, dir gewisse Dinge anzuhören und dich damit zu konfrontieren. Wenn etwa, das wahrscheinlich ein bisschen zu viel für dich. Aber ich hab's extra gesagt, ich wollte mal Klartext reden für all diejenigen, die es hören möchten. Genau. Die anderen können abschalten und es ignorieren. Ansonsten macht's gut, Leute. Ciao.